Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgans Jakob von den Frakta. Und ich bin in Flashback. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Flashback 1993 gehört, heißen soll. Oder ob es nur Flashback heißt. Also im Ubisoft-Account heißt es nur Flashback. Hier steht aber links unten jetzt Flashback 1993. Ich werde das nochmal recherchieren. Aber ihr wisst es mittlerweile besser als ich, weil bei euch steht es oben im Titel. Bei mir jetzt logischerweise noch nicht, klar, weil ich es erst aufnehme. Wahnsinn, ne? So, das ist, wie man rechts unten aussehen kann, eine Demo-Version. Das hat mir mein Ubisoft-Account da wohlwollend empfohlen, mir das mal anzuschauen. Da ich fest in Frakta Games Archiv ja in einer heiligen Mission unterwegs bin, mache ich das dann natürlich auch. Und dann schauen wir mal, was das für ein Spiel ist. Ich tippe ja in dem Fall auf irgendwas mit einem Ego-Shooter. Macht. Es macht so den Eindruck. Aber ja, nehmen wir mal Mittel. Ja. Die Gesichter von den Cyborgs oder Robotern sahen jetzt irgendwie aus wie aus Terminator, oder? Ganz sachte. Ich bin sicher schon besser gelandet. Weiß nur nicht mehr wann. Das ist ein Plattform-Jump'n'Run? Ernsthaft? Thank you.
Wobei Roboter Menschengestalt, sagt man, nennt man eigentlich Androiden, oder? Na, egal. Auf jeden Fall bin ich gerade etwas verwirrt. Ich weiß nicht genau, wohin ich soll oder wie es weitergeht. Was ist das? Conrad, ich bin du, oder war's mal. Meine Erinnerungen wurden entfernt. Ich kann dir nicht alles erklären. Du musst nach New Washington. Such nach Ian. Er kann dir helfen. Such Ian. Du bist nicht sicher. Sieh. Nein, warte. Oh, verdammt. Was habe ich wieder angestellt? Ja, aus der Karte muss man auch mal schlau werden. Time. Die Magnetbrücke erhält ihre Energie vom Saft. Ich muss den Röhren folgen, um die Verstopfung zu finden. Ich weiß natürlich, dass ich weiter nach unten muss, aber ich will mich erst wieder heilen. Spielen wir! Jetzt bin ich beeindruckt.
sollten wir besser nicht reintreten. Okay, Flashback wahrscheinlich wegen der verlorenen Erinnerung. Gefahr! Gefahr! Elektrische Fehlfunktion. Durchgang verboten. Titan Corp übernimmt keine Haftung für körperliche Schäden oder den Tod von Eindringlingen. Hervorragend. Ich sterbe hier. Okay, okay. Sekunde. Hey, was machen Sie da? Hey! Eine Art Saftsammler. Okay, da kommt der Saft also her. Das könnte den Fluss des Saftes blockieren. Ich muss den Weg freimachen. Sind Sie okay? Sehe ich so aus? Hey, sind Sie es? Vielleicht. Könnte schon sein. Naja, Sie klingen wie er. Sie sind vom GBI, oder? Ich bin Bolton, vom New Washington Herald. Alles irgendwie verschwommen. Hat mich wohl am Kopf erwischt. Hören Sie, ich muss ins Krankenhaus und habe keine Zeit für Spielchen. Irgend so ein Viech hat meinen Teleporter geklaut. Helfen Sie mir, indem Sie ihn zurückholen. Ich brauche hier dringend einen Arzt.
nicht schön? Okay, immer noch einer übrig. Okay, jetzt haben wir eine Zeit lang gespielt. Ich bin etwas verblüfft über das Spiel, also dass es so ein Spiel ist, sieht man ja nicht mehr so oft, vor allem mit menschlichen Charakteren, die eine Schusswaffe haben. Das ist eigentlich ein Genre, in den 90ern ist das doch so langsam verendet. Also es gibt zwar immer noch so Spiele, aber meistens ist das irgendwie ganz fantastische Science-Fiction und dann sind das irgendwelche seltsamen Viecher, die können irgendwie ganz komische Sachen. Aber der klassische Held mit der Knarre, der über so Plattformen springt und sowas, ja, die große Zeit waren das in den Spielhallen, danach haben wir hier C64, Amiga, da haben wir sowas gespielt, in den 90ern noch am Computer, aber langsam weniger werdend. Also ich bin ziemlich verblüfft, also der Name Flashback trägt das Spiel definitiv zurecht, sieht aber sehr gut aus, also man sieht definitiv die Unreal Engine. Spaß macht's auch, die Story finde ich ganz interessant. Ja, cooles Teil. Also bin ich ganz zufrieden, dass ich mir diese Demo jetzt angeguckt habe. Ich denke aber fest, in Fractal Games Archiv langt tatsächlich, wenn wir bis hierhin gespielt haben. Weil, wie gesagt, die Mission des Fractal Games Archiv ist es ja immer, euch zu sagen, A, das Spiel gibt's, B, so sieht das aus, also das so eine Art Spiel ist es. Und drittens, so spielt es sich und was ich darüber dann auch denke, ist dann eh Makulatur, weil das eh immer Geschmackssache ist. Es gibt eine Menge Genres, mit denen kann ich nichts anfangen. Es gibt eine Menge Sachen, die finde ich cool, da kann der Rest der Menschheit relativ wenig mit anfangen. Ja, das gebe ich ehrlich zu.
deshalb brauche ich jetzt nicht in jedem Spiel immer stundenlang mich aufzuhalten, bloß um herauszufinden, was das ist. Hier ist es relativ offensichtlich, was es ist. Mir gefällt das eigentlich ganz gut, ne? Aber ich bin auch ein alter Sack, der mit so Spielen aufgewachsen ist. Wobei die damals nicht so gut aussahen. Ne? Und ich würde sagen, ich gehe damit ins nächste Spiel weiter. Das hier ist jetzt im Fragter Games Archiv aufgenommen. Ich weiß immer nicht genau, ob es Flashback oder Flashback 1993 heißt, aber wie auch immer, herzlich willkommen im Fragter Games Archiv. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.